Heckler & Koch MP5. Die erste Spielzeugwaffe, über die wir heute sprechen werden, ist vergleichbar mit der berühmten Maschinenpistole, die ihr wahrscheinlich aus Filmen kennt, zum Beispiel aus der Matrix. Die Lego-Version des Heckler & Koch MP5 sieht nicht nur spektakulär aus, sondern funktioniert auch einwandfrei. Die Maschinenpistole feuert bis zu 420 Schuss pro Minute ab, das Magazin wird in 4 Sekunden leer. Der Vernichtungsradius beträgt 4 Meter. Die Größe des Spielzeugs entspricht fast einer echten Waffe. Das Maschinengewehr ist gut ausbalanciert und liegt bequem in der Hand. Minigun M34D Vulcan. Fans von etwas Größerem werden die nächste Waffe auf jeden Fall mögen. Die M134 Minigun ist eine Reihe von mehrläufigen Schnellfeuergewehren im Gatling-Stil. Solche Gewehre sind mit einem rotierenden Laufbündel ausgestattet. Die Verschlüsse werden entriegelt, geöffnet und wieder geschlossen, wobei beim Öffnen und Schließen die Nachladefunktion erfolgt. So wird die Wärmeenergie der Schüsse aufgeteilt, was eine Überhitzung der Gewehrläufe verhindert. Die Minigun M134D feuert die Patronen mit einer mörderischen Geschwindigkeit von 100 Schuss pro Sekunde ab. Ihr Haupteinsatzzweck ist die Beschießung von Landezonen unter Unterdrückung von gegnerischem Feuer. Man könnte denken, dass es zu schwierig werde, so ein Gewehr nachzubauen, doch das Studio TA Vision hat es trotzdem geschafft. Das Spielzeugmodell sieht beeindruckend aus, obwohl die Größe etwas kleiner als im Original ist. Die Waffe besteht aus über 160 kleinen Teilen und hat eine recht komplexe Struktur. Wenn ihr versuchen wollt, sie selbstständig zusammenzubauen, würde das höchstwahrscheinlich mindestens eine Woche dauern. Vielleicht ist der einzige Nachteil der Lego Minigun M134D Vulcan, dass das Gewehr nicht schießen kann. Die Patronen fliegen effektvoll vom Band weg. Wie qualvoll und schmerzhaft es sein muss, sie später wieder anzubringen, können wir uns nur denken. M1 Grand. Besonders treue Fans von Feuerwaffen werden in diesem Spielzeug eine Version eines amerikanischen Selbstladegewehrs aus dem Zweiten Weltkrieg erkennen. Die M1 Grand wurde 1936 in Betrieb genommen und seit 1958 nicht mehr verwendet. Heute, 62 Jahre später, kann die Waffe jeder in der Hand halten, besser gesagt die entsprechende Lego-Version. Die Abmessungen entsprechen 1:1 im Original. Der Nachbau besteht aus insgesamt 1896 Teilen. Im Lieferumfang ist sogar ein Patronenpaket für 8 Patronen enthalten, das in echten sehr ähnlich ist. Lego Gun. Die von Lego produzierten Baukästen sind insofern gut, da man mit viel Freizeit, guter Fantasie und Einfallsreichtum eigentlich alles zusammenbauen kann. Sogar eine fast funktionierende Waffe. Die folgende Kanone wurde von einem Lego-Fan zusammengebaut. Es gelang ihm sogar, eine Art Auslösemechanismus zu entwickeln, bei dem Teile aus der Technik-Serie und einer Reihe herkömmlicher Gummibänder verwendet werden. Fat Man. Diese Spielzeugwaffe ist ganz bestimmt eine der größten der Welt. Um sie zu halten, braucht man beide Hände.
Wenn ihr beim Betrachten dieser riesigen Kanone das vage Gefühl verspürt, dass ihr sie schon mal irgendwo gesehen habt, dann stimmt das wahrscheinlich auch. Sie wurde nach dem Vorbild von Fat Man gebaut, einer Waffe aus dem Computerspiel Fallout 4. Mit der gewaltigen Abschussplattform für Mini-Atombomben macht sie kurzen Prozess mit so ziemlich jedem Gegner in Fallout 4. Der Fat Man verschießt vernichtende Mini-Atombomben. Sie fügen großflächigen Schaden hinzu. Das heißt, dies ist eine perfekte Waffe, um gepanzerte Ziele oder Gruppen von Feinden zu treffen. Der aus Legosteinen gebaute Fat Man kann so etwas nicht. Doch er sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Seine Länge beträgt ungefähr 123 cm. Der Zusammenbau dauert sehr lange. Das Modell besteht aus über 2500 Steinen. Bei der Munition handelt es sich um einen Lego-Zeppelin-Ballon. Wenn ihr die Waffe abfeuert, legt ihr einen Teppich aus kleinen farblosen Steinen frei. Da soll mal einer drüber laufen. Das Gewicht der Waffe beträgt übrigens fast 5 Kilogramm. AK-47. Da wir über Waffen sprechen, die ihr aus euren Lieblingsspielen kennt, konnten wir natürlich nicht am berühmten Kalaschnikow-Sturmgewehr vorbeikommen. Die AK-47-Replika zeichnet sich durch Realismus und viele wichtige kleine Details aus. Zusammen mit dem Magazin wiegt die Waffe knapp 3,5 Kilogramm. Sie wurde aus etwa 1000 Teilen zusammengebaut. Und jetzt das Lustigste. Jene Person, die als Hobby Spielzeugwaffen nachbaut, braucht dafür etwa 2 Wochen Zeit. Es ist kaum vorstellbar, wie viel Zeit ein Laie dafür benötigt hätte. Die gezeigte AK-47 sieht nicht nur echt aus, die Waffe hat unter anderem eine beeindruckende Funktionalität. Es gibt eine funktionierende Magazinvollriegelung, einen Auslösemechanismus sowie einen Abzugschalter. Auch ein echter Nachladegriff ist vorhanden, der mit einem Gummiband nachgebaut wurde. Ein wichtiges Merkmal ist ein durchdachtes Gewicht. Die Spielzeugwaffe liegt gut in der Hand. Mit seinem Aussehen imitiert die Waffe den Skin Fuel Injector aus dem Computerspiel Counter-Strike Global Offensive. Red King. Nun sind wir bei der letzten erstaunlichen Spielzeugwaffe angekommen. Und auch sie ist euch höchstwahrscheinlich aus einem Computerspiel bekannt. Red King ist eine exotische Waffe aus Destiny 2, die aufgrund ihres Aussehens sicher als eine der interessantesten Waffen in der virtuellen Welt betrachtet werden kann. Der Lauf der echten Waffe ist mit Ratten geschmückt. Es wäre unmöglich, die Lego-Waffe genau nachzubauen, aber die Umrisse sind ähnlich. Leider sind die Anzahl der Steine sowie die Montagezeit des kleinen Red King nicht angegeben. Doch das Modell ist wirklich ungewöhnlich, es wurden viele Lego-Steine verwendet, die erst im Jahr 2017 veröffentlicht wurden. Die Waffe hat ein einziehbares Magazin und einen beweglichen Verschluss. Ein weiteres interessantes Merkmal ist die Deko mit eingebauten LEDs, die wiederum die entsprechende Deko aus dem Spiel nachahmt. We'll be right back.